Es gibt viele Arbeitnehmer, Menschen, die einen Job haben, die sich Gedanken darüber machen, ob sie denn vielleicht auch als Unternehmer taugen. Und vielleicht stellst du dir diese Frage auch heute, gestern. Vielleicht bist du gerade auch am Umdenken, ja, was mit deiner beruflichen Zukunft passieren kann. Und damit du vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen kannst, welche Denkweise sinnvoll und erforderlich ist, wenn du dich auf den Weg zu einem Startup machen möchtest, möchte ich dich heute mal abholen mit einer Geschichte, die ich erlebt habe mit einem meiner Mentees. Es war eine Zeit, da habe ich einen Mentee betreut, der in einem Angestelltenverhältnis war, der da auch sehr erfolgreich war. Allerdings sagte er, er hält seine persönliche Expertise für so unschlagbar gut und groß, dass daraus unbedingt ein eigenes Unternehmen werden muss und er damit ja, eine Selbstständigkeit anstrebt. Und wir hatten eine Zeit lang über das Geschäftsmodell gesprochen und ich hatte ihm dann den Auftrag gegeben, bau dir mal bitte einen 4-Jahres-Businessplan zusammen, so wie du dir den Umsatz, die Entwicklung, deine Akquise vorstellst, was du alles dafür brauchst und bitte natürlich auch das entsprechende Zahlenwerk dafür. Er hat dann diese Aufgabe angenommen und einige Wochen später haben wir uns dann getroffen und er zeigte mir voller Stolz seinen Businessplan. Und dann habe ich diesen Businessplan aufgemacht, der war wunderbar aufbereitet in Excel mit einer riesengroßen Akribie, einzelne Werte eingetragen und so weiter und so fort. Und der erste Blick auf diese Zahlen zeigte mir, dass irgendwas nicht stimmt. Denn das Unternehmensergebnis, was er geplant hat über die nächsten 4 Jahre, war in jedem Jahr rot. Und rot bedeutet in diesem Kontext negativ. Das heißt, er hat ein Unternehmensergebnis geplant, was 4 Jahre lang keinen Gewinn abgeworfen hat. Dann habe ich ihn gefragt, ich sage, du musst mir das jetzt mal erklären. Du willst ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen, aber dieses Unternehmen wirft die nächsten 4 Jahre nicht einen einzigen Euro Gewinn ab. Was stimmt hier drin nicht? Und dann sagte er mir, da musst du auf die nächste Seite schauen, wo all diese ganzen Einzelpositionen aufgeschlüsselt sind. Dann habe ich reingeschaut. Und eine Position fiel mir dabei auf. Und zwar hat er sich von Anfang an ein monatliches Gehalt von 12.000 Euro in sein Unternehmen eingerechnet. Und natürlich konnte dieses Unternehmen dadurch überhaupt nicht profitabel werden, weil er bereits im ersten Jahr überhaupt keine Gewinne eingefahren hat, nach Abzug seiner entsprechenden Gehaltsvorstellungen. Und dann habe ich ihn gefragt, erklär mir mal bitte, wie kommst du darauf, dass du 144.000 Euro Jahresgehalt in deine Unternehmenszielplanung einrechnest, obwohl dein Unternehmen in den ersten 2 Jahren diese Umsatzzahlen überhaupt nicht erwirtschaftet. Und da meinte er zu mir, naja, das ist das Gehalt, was ich jetzt bekomme. Und natürlich möchte ich dieses Gehalt auch bekommen aus meinem Unternehmen. Und wenn es halt 10 Jahre dauert, bis es profitabel ist. Ich sage, du, dann haben wir gerade 2 unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man als Startup-Unternehmer an sein Business rangeht. Weil nur wenn dein Unternehmen so viel Umsatz abwerfen würde, dass auch deine 144.000 Euro Jahresgehalt dabei mitverdient werden, dann stimmt deine Rechnung. Wenn du allerdings glaubst, dass du aus deinem Unternehmen jedes Jahr so viel Kapital ziehen kannst, nur weil du es jetzt als Arbeitnehmer gewohnt bist, dann solltest du besser kein Unternehmer werden. Denn das wird dich das Genick kosten, das wird dir das Genick brechen, weil du damit definitiv nicht erfolgreich wirst. Denn ich kann in den nächsten 4 Jahren auch keine Aktivitäten erkennen, die in irgendeiner Form dazu beitragen, dass dein Unternehmen mindestens im 2., 3. oder 4. Jahr dann genügend Umsätze macht, um dieses negative Wachstum oder diese, nennen wir es mal, Mindererträge auszugleichen. Er hat mich konsterniert angeschaut und war ziemlich eingeschnappt, dass ich ihm so die Wahrheit ins Gesicht gesagt habe. Und jetzt möchte ich dir basierend auf dieser Geschichte mal ein Beispiel geben, wo du es vielleicht auch noch ein bisschen besser nachvollziehen kannst, wie man denn an ein Startup-Unternehmen rangeht. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast.
Wenn du Kinder hast, wirst du dieses Beispiel natürlich besser nachvollziehen können, als wenn du jetzt keine Kinder hast. Aber vielleicht wird es an diesem Beispiel etwas grundsätzlich einfacher und transparenter für dich. Stell dir vor, du stellst einen Babysitter ein. Oder du bist selbst Babysitter. Machen wir es noch einfacher. Du bist selbst Babysitter. Und du gehst irgendwo hin und passt auf das Kind deiner Nachbarn auf. Und bei deinen Nachbarn bekommst du für diese 3 Stunden, die du da auf das Kind aufpasst, 50 € pro Stunde bezahlt. Du kommst dahin, das Kind mag dich, das Kind umarmt dich, es begrüßt dich herzlich, du verbringst deine 3 Stunden mit dem Kind, die Eltern kommen wieder, das Kind umarmt dich wieder, gibt dir noch einen Kuss auf die Wange, sagt, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, du nimmst 150 € mit, der Job ist getan, du gehst nach Hause und das Kind ist weg. Das ist ein Job. Dafür kriegst du 150 € für 3 Stunden. Du verbringst diese Zeit mit einem Kind. Du weißt aber ganz genau, diese Zeit ist endlich und du kannst das Kind wieder abgeben. Wenn du jetzt ein eigenes Kind bekommst mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, dann ist das eine ganz andere Ausgangssituation, ist eine ganz andere Basis. Junge Eltern sind praktisch nichts anderes als ein Startup. Denn ganz ehrlich, es gibt keine Blaupause fürs Elternsein. Das Kind kommt auf die Welt und das ist eine Entscheidung. Mit diesem Kind hast du eine Entscheidung getroffen, diesem Kind auf seinem Weg ins Leben alles angedeihen zu lassen, was du an Erfahrung gesammelt hast, wie du ihm helfen kannst, seinen Weg zu gehen. Und du wirst dabei mit dem Kind gemeinsam durch ganz verschiedene Entwicklungsstufen gehen. Das ist was ganz anderes, als wenn du Babysitter bist und damit dein Kind praktisch immer wieder abgeben, also dieses Kind immer wieder abgeben kannst. Es ist ein komplett anderes Mindset, was zwischen Babysitting und einem eigenen Kind besteht. Das Wichtige dabei ist, einen Job, ein Babysitting, kannst du von heute auf morgen absagen. Hast du dich für ein Kind entschieden? Ist das eine Entscheidung? Das ist nichts, was du von heute auf morgen wieder abschaffen kannst. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt keine Mutti mehr sein, ich möchte kein Vater mehr sein, ich gebe das Kind jetzt irgendwo ab. Also in ganz schlimmen Gesellschaften oder bei ganz schrägen Menschen funktioniert das vielleicht. Ja, aber die würden sich auch die Frage nach Unternehmertum nicht stellen. Die haben ganz andere Störungen. Ja? Aber prinzipiell ist das etwas, wenn du das vergleichst. Als Babysitter machst du einen Job. 9-to-5 oder für 3 Stunden, wie auch immer. Und dann gibst du das Kind wieder ab. Dieselbe Energie magst du spüren, aber es ist nicht dein eigenes. Für dein eigenes Kind bist du 24/7 da. Und das Interessante ist, stell dir jetzt einfach mal vor, als Babysitter, wie oft denkst du an das Kind der anderen Familie? Und wie oft denkst du an dein eigenes Kind, selbst wenn du es jetzt vielleicht über die Zeit, die es in der Kindertagesstätte ist oder in der Schule ist, nicht siehst? Dein eigenes Kind ist 24/7 mit dir verbunden. Du fühlst es, du bist in Gedanken bei deinem Kind, du wünschst ihm nur das Beste, du möchtest dein Kind umsorgen, du möchtest für es da sein. Das Kind der anderen Familie interessiert dich nur in diesem Zeitrahmen, wenn du auf es aufpassen musst und wenn du dafür deine 150 € bekommst. Das ist eine riesige Diskrepanz, das ist ein riesengroßer Unterschied, das weißt du natürlich. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, wenn du ein eigenes Unternehmen gründest, dann ist das genauso eine 24/7-Entscheidung. Dieses Unternehmen ist dein Herzblut. Wirst du dann an diesem Unternehmen arbeiten, so oft wie du kannst, wirst du an dieses Unternehmen denken, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber ist es immer ein Teil von dir und von deiner Entwicklung im Vergleich zu einem 9-to-5-Job, wo du ein monatliches festes Gehalt bekommst, dieses Unternehmen nach getaner Arbeit verlässt und dich dann ganz anderen Themenfeldern zuwendest? Und wo es dir vielleicht sogar leicht fällt, das Unternehmen zu verlassen, weil du sagst, es ist nur ein Job. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du heute angestellt bist und wenn du ein Unternehmen gründen willst. Diese beiden Dinge musst du unbedingt verstanden haben, wenn du dir ein Startup-Unternehmen aufbauen willst. Ganz wichtig dabei ist natürlich, das eine ist eine Vertragsvereinbarung und das andere ist eine Entscheidung fürs Leben. Ja, natürlich könnten jetzt Menschen herkommen und sagen, auch ein Unternehmen kann ich wieder aufhängen. Ja, ein Unternehmen kann ich stilllegen. Ich kann mich entscheiden, das Unternehmen nicht weiterzuführen. Aber dafür gründest du doch kein Startup-Unternehmen, damit du es, nur weil es gerade nicht läuft, irgendwie wieder einstampfst.
Es ist ein Unterschied, wenn du ein eigenes Kind hast und dieses eigene Kind dich abends vorm Schlafengehen umarmt und dieses Kind dir voller Liebe und Zuneigung sagt, wie sehr es dich braucht, wie sehr es dich vermisst und wie sehr es dich liebt. Dieses Gefühl kann eine Babysitting-Geschichte überhaupt nicht vergleichbar machen. Da wirst du mir zustimmen. Und genauso ist das mit deinem Unternehmen. Wenn du ein Unternehmen in die Welt bringst, dann erfordert es deine ganze Energie, gerade am Anfang, wenn es noch nicht richtig von alleine laufen kann. Später kommen dann Dinge dazu. Der Babysitter deines Unternehmens könnte mal ein Geschäftsführer werden, der sich bezahlt für dein Unternehmen einsetzt. Das dann gerne in einem 9-to-5-Job oder wie auch immer du diese Arbeit dann beschreiben magst. Aber dein eigenes Unternehmen ist vielleicht auch etwas, wo du immer wieder Wachstumsschmerzen spüren wirst, wo du Erziehungsschmerzen spüren wirst, wo du durch Täler der Tränen gehen wirst und wo du großartige Momente erleben wirst. Wenn dein Kind das erste Mal alleine laufen kann, wirst du es feiern. Wenn in deinem Unternehmen automatisierte Prozesse das allererste Mal dazu führen, dass Umsätze automatisch generiert werden, dann wirst du das feiern. Du wirst sehen, dass diese beiden Dinge viel mehr miteinander vergleichbar sind als der Job, den du machst für Einkommen und der Aufbau eines eigenen Unternehmens. Es ist mir deswegen so wichtig, weil es ganz viele Menschen gibt, die gern ein eigenes Unternehmen gründen möchten, aber mit einer hohen Naivität an die Arbeit rangehen. Sie erwarten natürlich, dass sie ihren Lebensstandard halten können. Sie sind nicht darauf vorbereitet, dass es eben am Anfang auch dazu kommen kann, dass sie nicht dasselbe Einkommen produzieren, wie sie es gewohnt waren, als sie noch einen festen Job hatten. Deswegen gilt auch an dich, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, auch ein Kind ist eine Investition. In der Zeit, wo du dich als Mutter oder Vater im Erziehungsjahr befindest, bist du nicht in deinem Job. Du wirst nicht das übliche Einkommen verdienen. Das heißt, du verzichtest ganz bewusst, weil du für dein Kind da sein willst, auf einen Teil deines Einkommens. Und doch machst du es gern, weil du Teil des Wachstums deines Kindes sein möchtest, weil du maximal für es da sein möchtest. Und das ist ein Unterschied. Deswegen macht es so viel Sinn, sich, bevor du ein Unternehmen gründest, darüber Gedanken zu machen, welche Entbehrungen kommen dabei auf dich zu. Und vor allen Dingen macht es vorher vielleicht Sinn, sich über eine bestimmte Rücklage Gedanken zu machen. Weil du wirst auch nicht einfach ein Kind in die Welt setzen, ohne dass du irgendeinen Cent auf der Seite hast. Ansonsten hast du echtes Abenteuer. Ja, weil wenn du dich um dein Kind kümmern musst und das 12 Monate lang, bis es in die Kita gehen kann und du hast nichts auf der Seite, dann bist du abhängig von dem bisschen Einkommen, was du beziehen kannst. Ja, okay, du könntest jetzt sagen, da kommt noch ein bisschen Kindergeld dazu, mein Gott, keine Ahnung, 200 Euro, irgendwas in der Drehe. Da ist nicht so viel, mit dem du da arbeiten kannst. Also lebenswert ist dann was anderes. Und deswegen macht es auch Sinn, auf der unternehmerischen Seite diese Anfangszeit vielleicht mit einer gewissen finanziellen Rücklage sauber zu starten, damit du gar nicht erst in die Situation kommst, darüber nachzudenken, ob es die richtige Entscheidung war, ein Startup zu gründen. Deswegen ist mir diese Geschichte heute auch wichtig, weil ich glaube ganz einfach, wenn du dich jetzt noch in einem Job befindest und die Digitalisierungswelle, die, lass mich mal sagen, auch ankommende Insolvenzwelle, die wir sehen werden, oder beispielsweise die riesigen Abbauprogramme großer deutscher Banken in den nächsten Jahren dazu führen werden, dass du dir Gedanken machen musst, ob du noch mal woanders mit einem Job anfangen kannst oder ob jetzt vielleicht die Zeit gekommen ist, darüber nachzudenken, deiner eigenen Wertigkeit auch einen unternehmerischen Rahmen zu geben. Wenn das jetzt der Fall ist, dann darfst du dieses Video heute dafür verwenden, dich vorzubereiten auf das, was auf dich zukommt, wenn du Unternehmer werden willst, wenn du ein Startup gründen willst. Und Startup heißt nicht unbedingt Tech-Branche. Startup heißt Anfänger. Startup heißt Gründer. Das ist Startup. Startup wird heutzutage in vielen Fällen häufig mit irgendwelchen Unternehmen verbunden, die irgendwie großartige Investitionen bekommen von Investoren. Nein, das ist damit nicht gemeint. Ein Startup-Unternehmen ist ein Gründer, ein Anfänger. Und der bist du dann auch, wenn du dich dafür entscheidest, mit einem eigenen Unternehmen in den Markt zu gehen. Also ich hoffe, dass dir dieses Video einiges mitgegeben hat, denn es ist wichtig, dass du das verstanden hast, weil ansonsten läufst du Gefahr, dass du Kapital vernichtest, dein eigenes und das von anderen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich gehe davon aus, du hast abonniert, die Glocke betätigt und ich freue mich natürlich drauf, wenn ich dir dann erzählen werde, wie man ein Unternehmen vernichtet.